Hi, ich bin hier immer noch im Kindergarten und möchte euch ein ganz besonderes Lied spielen. Das heißt, Die Winde des Herrn Brunzelschütz ist ein echt langes Lied. Ist auch nicht unbedingt ein Kinderlied, also nicht nur ein Kinderlied. Für Erwachsene bestimmt auch lustig anzuhören. Und ja, geschrieben hat den Text Fritz Krassoff, die Musik Jürgen Schöntges. Und wie dieses Lied geht, das hört ihr jetzt von mir. Ich muss das hier ablesen, so viel Text kann ich mir einfach nicht merken. Okay, geht los. Das war Herr Brunz von Brunzelschütz, der saß auf seinem Rittersitz mit Mannen und Gesinde inmitten seiner Winde. Die Strichen, wo er ging, der Ritter. Zu Augsburg einst auf dem Turnier bestieg er umgekehrt sein Tier. Den Kopf zum Pferdeschwanze und stürmte ohne Lanze. Doch kurz vor dem Zusammenprall, ein Donnerschlag, ein dumpfer Fall. Herr Brunz mit seinem Furze den Gegner bracht zum Sturze. Da brach der Jubel von der Schaft. Herr Brunzelschütz, Kaiser grüßte lachend und rief Epoche machend. Ein Jahr darauf, Herr Brunzelschütz saß froh auf seinem Rittersitz mit Mannen und Gesinde inmitten seiner Winde. Der Feind im Reich, das Heer läuft um sein Leben, wir müssen uns ergeben. Flugs ritt Herr Brunz von Brunzelschütz, klopft seinen Harnisch hinten an und lässt aus der schlimmste Sorte. Das dröhnte, donnerte und pfiff, so dass der Feind die Flucht ergriff. Da schrie das Volk und wollte, dass er regieren sollte. Herr Brunz indessen Todesmann sprach Gott, der uns geholfen hat, der möge mich bewahren, dann ließ er einen fahren. Das letzte war's, der schwach entfloh, drauf schloss für immer den Popo. Herr Brunz, der frumbe Ritter, und alle fanden's bitter. Er ward begraben und verdarb, die Burg zerfiel, doch wo er starb, steht heute eine Linde. Thank you.
Jo, das ist die Geschichte von Herrn Brunzelschütz. Ja, also mit dem Furze alles platt machen, das ist schon lustig. Alles klar, tschüss.